Ländle Talk im Café Bar Restaurant Hubers in Götz ist heute zu Gast ein Mann aus dem Behindertensport, Robert Meusburger. Hallo Robert. Grüß dich. Du bist gerade heimgekommen von der Behindertenweltmeisterschaft in Südkorea. Man kann sagen, es ist recht gut gelaufen. Sehr gut sogar, würde ich sagen. Also ist wirklich besser, wie erwartet, ja. Was hast du alles gewonnen? Das Wichtigste ist einmal Weltmeister im Super-G, Silber im Riesentorlauf, Silber in der Kombination, jene für Gier, und Silber im Teambewerb. Also war er Medaillenhamster im österreichischen Team? Ja, ich habe viel Glück auch gehabt und es ist gut gelaufen, das muss man einfach sagen, das hat passt. Ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen in deiner Vita, bei Paralympics und Weltmeisterschaften hast du in allen Disziplinen Medaillen gewonnen. Würdest du dich selber als Allrounder bezeichnen? Ja, es ist bei uns ein bisschen anders. Oder? Wir trainieren das Ganze im Prinzip alles. Oder? Ich bin schon eher auf der technischen Disziplin, oder? Aber ich war früher eher auf der Schnelle und so. Oder? Und jetzt habe ich mich eher auf die technische spezialisiert, oder? Weil das kann ich auch besser trainieren. Aber eigentlich bin ich überall gut. Also auch in Speed-Disziplinen durchaus zu Hause? Ja, wenn es technisch schwieriger ist, bin ich eher daheim, ja. Der Behindertensport in Österreich lässt sich im Moment nicht profimäßig betreiben. Was macht der Robert Meusburger, wenn er nicht Sport macht? Ich arbeite auf der Landwirtschaftskammer in Vorarlberg da. Und ja, das ist eigentlich im Prinzip kein schlechter Ausgleich dazu. Oder? Plus, es ist schwieriger. Oder? Du musst den Job, Familie und den Sport solltest du unter einen Hut hineinbringen. Das ist fast ziemlich eng. Oder? Vom Termin irgendetwas kommt kurz. Oder? Und bisher hat immer die Familie eher ein bisschen kürzer haben müssen. Also Time-Management großgeschrieben im Hause Meusburger? Ja, auf alle Fälle. Und die Familie hat heute, die Frau hat immer mitgezogen und ist früher ist sie mit trainieren gegangen. So. Dann hat so weniger eine Rolle gespielt. Oder? Aber jetzt haben wir ein Kind und das zweite ist unterwegs und dann ist es quasi nicht mehr mitgegangen. Stichwort Training, Robert. Wie oft in der Woche wird trainiert? Also Skitraining haben wir ab Oktober jedes Wochenende eigentlich. Und Krafttraining sowieso, unter der Woche musst du mindestens dreimal Krafttraining, dazwischen dann ein Konditionstraining, also das ist obligatorisch, das muss sein, ohne das kommst du nicht aus. Also in der Weltspitze kann man ohne Training, ohne andauerndem Training nicht mithalten? Das ist keine Chance, das ist unmöglich. Oder? Und vor allem, wenn du vorne mitfahren willst, musst du das investieren, sonst hast du keine Chance, das ist unmöglich. Wie sieht es finanziell aus? Kann man mit dem Behindertensport auch irgendetwas verdienen? Ja, riech wie ein Schneider, oder? Aber du kommst also eben um, würde ich sagen. Kommen wir zu deiner Person, Robert. Du bist nach einem Motorradunfall, musste der Unterschenkel amputiert werden. Wahrscheinlich ein sehr einschneidender Moment in deinem Leben. Ja, ist klar, in dem Moment ist es eine brutale Geschichte gewesen, oder? Aber irgendwann muss ich sagen, bist ab oder? Und fertig. Oder? Noch wachsen tut er nicht mehr. Oder? Von dem Punkt weg geht es halt weiter und fertig. Oder? Das nützt dir nichts, oder? Weil so ist es und fertig. Seit 1994 im Team, aktiv, sportlich. Wie hat dir der Sport geholfen, um über dein Schicksal hinauszukommen? Ja, Schicksal musst du eh mit dir selber ausmachen. Oder? Dort hilft dir der Sport, ja, wird dir schon etwas helfen. Oder? Aber ich tue es einfach generell Skifahren, habe ich von jung auf schon gelernt und immer schon gern tue. Oder? Der Sport ist eine super Sache, oder? Zum sich mit anderen messen, zum sich selber zu beweisen und alle anderen auch. Oder? Aber ja, wie gesagt, abschließen musst du es zuerst vorher her, neu kannst du auf deine sportliche Karriere und auf das befassen. Aber der Sport ist doch ein guter Ausgleich auch zum alltäglichen Leben. Ja, es ist. Meiner Seite ist es ein schönes Hobby, ich tue es brutal gerne. Und darum, es ist für mich ist kein Bus, oder? Wenn ich, was weiß ich, bei minus 20 Grad auf den Gletscher rufen muss. Oder? Und, ich meine, es ist nicht alle ganz lustig, oder? Aber ich tue es einfach allen gerne, oder? In Stangen trainieren und so und alles. Oder? Und auch in der Kraftkammer, um es ein bisschen zu quälen. Oder? Ich tue das nicht ungern. Jetzt bist du amtierender Super-G-Weltmeister. Was bringt die Zukunft? Was sind deine Ziele? Eigentlich hätte ich aufhören wollen, aber jetzt bin ich eher am Zweifeln, was es kommen Paralympics, da wäre es schon wichtig. Naja, mal schauen. Ganz entschieden ist es noch nicht. Die Frau hat wahrscheinlich das letzte Wort. Das ist es aber, oder? Familie wird größer, oder? Und die Kleine ist jetzt auch schon 3-jährig und die kriegt es jetzt so mit und sagt, naja, Papa,
wenn alle fort ist und so, oder? Weil es geht ja nicht um das, du fährst nicht einfach 3 Wochen in Kanada und die Geschichte ist erledigt, oder? Das geht schon im Sommer rein, oder? Du musst zu Abend immer trainieren, bist am Abend auch nicht daheim, wenn du heimkommst, ist die Klin schon wieder im Bett, oder? Und es ist der Job, du musst auch wieder auf eine andere Arbeit und so kommt halt alles ein bisschen zu kurz. Die Karriere neigt sich also langsam aber sicher dem Ende zu. Wenn du die letzten 15 Jahre deiner Karriere Revue passieren lässt, was waren die Highlights aus deiner Sicht? Die Highlights waren sicher, also der Olympiasieg letztes Jahr vor 06 in Turin, das war wirklich mein großes Highlight. Oder? Aber es sind die anderen Erfolge, wenn du die ersten Erfolge, die ersten Europacup-Siege, die ersten Weltcup-Siege und so, oder? Das reizt ja uns nach dem ersten. Es freut dich jeder Sieg wieder, oder? Und, aber das Highlight war sicher der Olympiasieg letztes Jahr, oder 06 in Turin. 2008 warst du ja auch Sportler des Jahres in Vorarlberg. Wahrscheinlich auch das ein ganz persönliches Highlight. Ja, sicher. Das ist durch das, dass wir separate Wertung haben und das ist wirklich Jersey und mir jetzt brutal gefreut, oder? Dass ich gleich Sportler des Jahres war und das hat mich wirklich gefreut. Danke Robert, dass du bei uns warst. Wir wünschen dir viel Glück noch für die Zukunft. Danke auch. Ja. Das war's also vom Ländetalk mit Robert Meusburger aus dem Café-Bar-Restaurant Hubers in Götzis. Bei uns geht's jetzt wie gewohnt mit dem Programm weiter.